Kim, sicherlich bitter, in diesem Finale, wo es richtig schön hätte werden können, doch nicht mit dem Sieg belohnt worden zu sein. Ja, bekanntlicherweise heute mein letztes Spiel für Sportfreunde vorerst. Ich hätte mich natürlich liebend gern mit einem Aufstieg verabschiedet, um nächstes Jahr gegen meine Kumpels wieder kicken zu können. Leider hat es wie vor 2 Jahren wieder nicht gereicht im entscheidenden Spiel. Verlängerung 2-1 durch 2 Standards ist natürlich doppelt bitter. Ich denke, mir hätte es verdient gehabt, aber wenn man halt nur ein Tor macht und der Gegner macht 2, dann reicht es halt leider nicht. So blöd es sich anhört oder so, wie das halt ist. Du hast ja gesagt, ihr hättet es verdient gehabt. Vor allem in der zweiten Halbzeit habe ich gesehen, dass er mehr gemacht hat. Ja, kannst du mehr zum Spielverlauf sagen? Ja, ich denke, wir sind relativ behäbig bis hier in die Partie gekommen. Ich denke, die erste Viertelstunde, 20 Minuten war Flehinge wirklich besser. Weiß nicht, vielleicht haben wir zu viel Ehrfurcht gehabt oder weil man wusste, um was es ging. Aber ich denke, ab der 20., 25. nach der Trinkpause sind wir wirklich besser in die Partie gekommen. Haben auch in der zweiten Halbzeit, dann denke ich, das Spiel bestimmt. Haben die Chance auch wirklich gehabt, haben dann das 1-1 zum Glück gemacht. Haben viele Standards gehabt, aber haben leider gegen die Hühner von Flehinge nichts anrichten können bei den Standards vorne. Um vielleicht doch noch in der regulären Spielzeit das 2-1 zu machen. Gut, Verlängerung, denke ich, waren wir auch das aktivere Team, aber dann kommt halt Kopfball aus 15 Meter, wo er halt ins Eck reinsetzt und dann konnte man leider nichts mehr dagegen setzen heute. Ja. Bitter, aber so ist der Fußball. Du hast es ja schon erwähnt, für dich war es das letzte Spiel. Das Finale war für dich dann sozusagen um ein Vielfaches mehr aufgeladen. Seit 21 Jahren im Verein mit der Jugend mitgezählt, seit 10 Jahren oder so bei den Aktiven. Die Tränen kommen. Kannst du sagen, was das für dich bedeutet? Ja, wenn jetzt die Trainer ansprechen, dann muss ich gucken, dass ich nicht gerade wiederkomme. Ich muss sagen, die Woche war wirklich eine der emotionalsten Wochen bisher. Es war mein großer Traum eigentlich, mich mit dem Aufstieg hier zu verabschieden. Von den Fans, von der Mannschaft, vom Trainer. Wir haben ein überragendes Jahr hinter uns gehabt. Haben, denke ich, alles reingehauen. Es hätte niemals jemand mit dem zweiten Platz gerechnet. Ich selber auch nicht, muss ich zugeben. Wie gesagt, dann die Fans, gibt es noch einen Banner für einen selber, was will man mehr? Ich habe vom Spiel schon Pipi in den Augen gehabt. Ja, hab's nach dem Spiel dann, selbst wenn man gewonnen hätte, hätte ich wahrscheinlich heulen müssen, weil, wie gesagt, irgendwann muss es raus und leider mit einem bitteren Ende heute. Aber wie gesagt, so ist der Fußball, was will man machen? Das Leben geht weiter, Kopf wieder hochnehmen und man muss es auch so sehen, es gibt immer noch wichtiger und schlimmere Dinge wie eine Niederlage im Fußball, wenn man sich anguckt, was leider in der Welt alles passiert. Von daher geht's einfach weiter. Auch wenn man jetzt ein paar Tage trauern wäre. Ja. Und ich möchte einfach vor allem die Gelegenheit auch noch nutzen, unsere Fans heute nochmal Danke zu sagen für den überragenden Support, was sie uns geleistet haben. Meinem Team danke für das überragende Jahr. Dem ganzen Verein für 23 Jahre und ja. Ich denke, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ne? Von daher, jetzt gucke ich mir mal das in Wettersbach an. Und meine Wurzel wäre auf jeden Fall in Forchheim bleiben und eines Tages werde ich sicherlich wieder zurückkommen. Kannst du mehr zu Wettersbach sagen, was du meinst, was da passieren wird bei dir und was uns da erwartet mit dir? Ja, ich denke, Wettersbach, nicht zu Unrecht sind sie dieses Jahr erster Platz bei uns geworden und haben die Meisterschaft geholt. Auch wenn man in meinen Augen das Spiel dort aber auch sehr unglücklich verloren habe, diese Saison, wo man dann vielleicht erster hätte werden können. Habe sehr gute Gespräche gehabt. Ich denke, die haben einen super Trainer mit Matthias Kolsch. Haben eine coole Truppe, auf die ich mich auf jeden Fall sehr freue. Durch die Jahre, wo man immer wieder gegeneinander spielt, lernt man sich ja auch kennen. Wie gesagt, ich freue mich auf die Truppe. Grüße jetzt auch, wo sie gerade in Düsseldorf sind. Wie gesagt, ich freue mich auf die Truppe. Ich verlasse den Verein hier in Forchheim natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich weine, weil ich wirklich Freunde hinter mir lasse, die ich aber natürlich trotzdem noch sehe werde. Aber einfach, weil ich den Verein meines Herzens hinter mir lasse. Und freue mich aber auf die neue Aufgabe in Wettersbach ab Juli dann, ja. Du hast ja die Rückkehr angesprochen, die vielleicht eines Tages passieren wird. Was meinst du, unter welchen Umständen oder wie könnte diese Rückkehr aussehen irgendwann mal?
Gut, ich bin mal, also Stand heute bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich, gut, ich will jetzt, bin erst 28, ich will jetzt noch nicht vom Karriereende sprechen, ne? Aber dass ich irgendwann zum Ende meiner fußballerischen Tage mit Sicherheit in Forchheim wieder spielen werde, um da dann ja, meine Karriere doch zu beenden, da bin ich mir relativ sicher, weil ist einfach der Verein meines Herzens sich wundert und ja. Von daher gibt es so das Lied, niemals geht man so ganz, von daher, so kann man es beschreiben. Kim, ich danke dir vielmals für das Interview und danke dir für deine Offenheit, deine Emotionen und wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke. Vielen Dank. Danke dir für das Interview und für eure Fußball-Geschichte, was ihr macht. Ist wirklich super im Amateurbereich. Euch weiterhin viel Erfolg damit, viel Spaß und ja, macht's gut. Vor allem gesund bleiben.